Sieht meine Hand nicht. Hallo. angenehm. Ne? Also wirklich. Wir haben jetzt mehrere Tage nicht gespielt. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, wo wir waren. Also ich muss erstmal schauen, wo ich war. Moment. Gibt doch hier irgendwo ein Journal. L, K, L, J, H, G. Gibt es hier nicht irgendwo. V. Ach hier. Wir haben alle four flasks behalten, das sagt, think to heal her. Rose, take all the flasks to the altar with this really hell. Heal her. Can I trust Mr. Heisenberg? Oh, okay, da ich wollte ich gucken, ob das Frame ordentlich ist von meiner Cam. Ja, wir waren da, hier, wir waren hier. Hier rein ging es, glaube ich, in den Treasure Room, ne? Nee. Das war da drüben. Hier geht's gar nicht mehr rein. Wusste ich. Ich weiß, da geht's auch nicht mehr rein. Da drüben war der Treasure. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem. Ja. Ich habe doch gerade gesehen, dass es ein bisschen ruckelt. Warum ruckelt's? Wir fahren Boot. Schon wieder Tatütata. Was soll denn das? War doch wieder schlimm. Aber, ne, es hat sich gelohnt, dass wir das letzte Mal hier waren. Hier war er also mal losgefahren, ich erinnere mich. Down the stream we go. Ich hab Lust, ich hab Lust, ich hab einfach Lust. Ja, ich hab einfach Lust rein. 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 Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis wir es beenden, das Spiel. Wie gesagt, ich möchte ja alles mitnehmen. Hier unten waren die Fische, glaube ich. Ja. Übrigens, genau. Ich habe herausgefunden. Erstmal reloaden. Wie man wechselt. Hier steht hier da unten rechts F, ja. Wenn ich F drücke, passiert nichts. Ja, es passiert nichts. Wenn ich aber ranzoome und dann F drücke, dann wechselt er die Munition. I don't know how. And I don't know why. But yesterday, you told me about the blue sky. And all that I can see. It's just a very dark cave. Bin direkt wieder angespannt. Schön. Freue mich. Wirklich. Freue mich richtig. Warum dauert das so lange, die Dings zu wechseln? Ich höre nur Ethans Atem. Hier sehe ich da nicht mehr. Wird irgendwas? Nee. Okay, rein, I guess. Oh. Ah, yes. Irgendwelche lebenden Wurzeltentakeln. Yes, yes. Yes. Okay. Explosive Rounds, eine Flashbang, zwei Minen, eine Antique Coin, Handgun Ammo. Und ein W870 TAC Foregrip. Der geht für auf die Shoddy, oder? Okay. Was macht der Foregrip? Der increased die Fire Rate. Das ist gut. Ja, möchte ich mal meinen. Ja, Inventar, ne? Kennen wir ja mittlerweile. Warte mal. Ich bin dicht. Ich habe noch gar nicht die Dings ordentlich hingelegt hier. So, jetzt. Jetzt habe ich die. Jetzt habe ich die hier drin. Ja, google doch mal. Google doch mal. Okay. Guck mal, was hier drin steht. DNA-Sequencing complete. 99.95% match to Dalvey Mutamycete. Mutamycete. The deviation of 0.05% can presumably be attributed to artificial changes by humans. Which means this is probably the source. Further investigation into how the connections managed to find and extract the mold is needed.
Ich kann auf jeden Fall Englisch lesen. The fungal colony spread out under the entire village. When you take the Baker incident into account, the hosts of the are part of a network of consciousnesses. Also so wie so ein Hive Mind oder was? If that network is linked to here, then we could assume this organism here is data storage. If that's the case, then what data is Miranda after? Jetzt passiert doch irgendwas, oder? Warum? Guck mal, ich geh jetzt nicht weiter. Ich muss jetzt zurückgehen. Ich habe so viel. Sorry. Rusted Scrap, was zum Verkaufen. Und eine wachsende Wurzel. Oh, ich habe eigentlich nicht. Also es muss jetzt ein. Es sieht mich jetzt raus. Es sieht mich jetzt wieder hinter, oder? Es sieht mich jetzt wieder hinter. No? Hätte ich hier irgendwas machen müssen? Moment. Hätte ich irgendwas abschießen müssen oder was? Es muss einfach nur irgendwo so ein irgendwie übles creepy Face vorgucken und ich bin einfach am. Würde einen Schock meines Lebens bekommen. Hier ist aber nichts, oder? Irgendwie so ein Baum, keine Ahnung. Ich glaube, hier ist nichts. Ja, aber wo muss ich jetzt hin? Zurück zum Altar. Das heißt, hier war wirklich nichts. Okay, hier war eigentlich nur Muni und noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Zu diesem ganzen Mold-Gedöns. Okay. Das heißt, wir mussten weder hier noch dahin. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Aber das habe ich sowieso konstant bei dem Spiel. Von daher juckt mich das gar nicht mehr. Juckt mich auch gar nicht. Das heißt, wir können jetzt nur wieder hier zurückgehen. Wir müssen ja auch zum Altar. Ne? Das heißt, es war jetzt sowieso theoretisch alles optionalst. Ja, okay. But I don't know, you know, I don't know. Let me have... Also ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier... It's dirty with ash. Mermaid Ball. Irgendwo müssen wir den noch einsetzen. Ich hatte doch auch, aber das ist wahrscheinlich. Looks like one from the Baker House. Mit dem, was ist das für ein Vieh? Wie heißen die denn? Pelikan? Pelikan? Heißen die so? You know, I'm very. Oh, das ist nicht schön. Ist das Castle? Ja, das ist das Castle, oder? Das Castle Dimitrescu. Dimitrescu. Habe ich irgendeinen Schlüssel bekommen eigentlich? Ich habe auch immer noch... Ich weiß nicht, was das hier bedeutet, dieses... Ob ich infected bin or what, oder... Irgendwo ist hier doch auch noch so ein... So eine Box gewesen. Ach ja. Nehmen wir die. Doesn't fit this lock. Die habe ich schon alle probiert. Ich weiß. Oh, yo.
bevor ich das mache, you know, müssen wir erst nochmal zum Dirk gucken. Übrigens habe ich jetzt keine Frame-Einbrüche mehr hier. Sagte er und es geht runter. Aber nur einen. Also ich verliere ein paar Frames, es ruckelt in der Aufnahme anscheinend ein bisschen. Aber mir nicht. Well then, feel free to peruse. Easy. So, gucken wir erstmal hier, was wir jetzt hier, ne, und überhaupt. Meat habe ich noch 3. Juicy Game. Fisch. Feinest Fisch. Movement Speed increases permanently. Ah, thank you. Da brauche ich noch 4 Fisch. Und jetzt schade, dass ich die... Kann ich wahrscheinlich erst im New Game Plus dann machen, oder? Warte mal, hier kann ich was combinen. Das heißt, den verkaufe ich nicht, das verkaufe ich. Das will ich eigentlich nicht verkaufen. Statue based on Dimitrescu. That's narcissistic. Please do take a look at my new stock. Mach ich sofort, my friend. Ah! Was haben wir hier? Das ist die habe ich schon komplett ausgedingst. Was heißt denn eigentlich das hier? Ach so, die wahrscheinlich Parts, die ich finde für das Teil. Das heißt, mir fehlen noch Parts für die Magnum. Was steht denn eigentlich drauf? Muss ich gleich mal anschauen. Was haben wir hier? Achso, das ist die Shotgun. Aber sonst hat er ja nichts Neues, oder? Im Shop sowie im Westen nichts Neues. Was soll der Geiz nicht? Ich habe sowieso nichts mehr zu kaufen sonst. Gut. Hier habe ich ja schon alles. Hier habe ich ja schon wirklich alles. Ja. Ich habe so viel Money. Alter. I will. Übrigens habe ich heute früh den Duke, den Synchronsprecher vom Duke, auf Twitter gefolgt. Er hat einfach nur geschrieben, so, ja, ich spreche übrigens einen Duke in Resident Evil Village. Und noch ein bisschen was anderes. Keine Ahnung, wie Twitter funktioniert. Hier bin ich. Vielleicht lustig. So. Ich habe noch einen Lockpick. Kann ich noch irgendwas lockpicken? Hier fehlt noch irgendwas. Da ist noch was. Wait, hier ist ein Haus? Aber hier habe ich nicht mehr, oder? Die habe ich alle, die Treasure. Treasure. Was ist das? Labyrinth Puzzle. Puzzle. Da ist noch ein Puzzle? Ceremony Site. Ich mache erstmal das jetzt hier und dann gucke ich, was passiert. Ne, guck ich nicht. Also ich habe schon den. Das habe ich schon gemacht. I guess. Ach ja, hier sind die Dinger drin, okay. Und den muss ich jetzt da oben draufstellen auf der Ceremony Site, I guess. Wollte aber mal ganz kurz nochmal das. Den Magnum angucken. Da steht drauf. Fiat. Voluntus. Voluntas Tua. Ja, ich hatte mal Latein, aber das sagt mir nicht viel. Irgendwas mit freiwillig Voluntare. Voluntare. Okay, warte mal. Ich guck noch mal unten nach dem Labyrinth-Puzzle. Was ist hier noch? Mechanical Door. Da kann ich aber jetzt bestimmt hin, wa? Wenn es zu lange dauert, schneide ich es raus, ne? Ihr wisst Bescheid. Diesmal wirklich. Wenn irgendwas passiert, werde ich euch, denke ich mal, dann irgendwie Bescheid geben. Jetzt können wir das endlich auch cranken. Ich bin ein Mörderer. Wo ist es hin? Tut mir echt sorry. Kikoriki. Hier ist nichts oder was? Was ist unten links? Aha. Danke. Unglaublich.
So, hier war nichts. Da gehen wir mal hier hoch. Gucken wir, was hier oben ist. Ich will, wie gesagt, alles mitnehmen, ne? Warum nicht? Ich halt Ausschau nach. Oh, da ist sowas. Hitchin Blood Ruby. Die habe ich doch auch schon, oder? Also einen davon. Oh, hier unten drin, ja. Shit. Aber ich meine, Moreau ist jetzt tot. Moreau. Ach stimmt, weil das hier so lange Ding. Ah, egal, wie gesagt, ich werde es ja. Werde es ja ausschneiden. Wie nothing happens. Da ist es. Gadi. Oh, look at this. Alles blau. Unglaublich. Ich weiß wirklich nicht, warum das so scheiße ist. Gerade mit den Frames. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass hier ein Haus ist. Käse. Ja, ich weiß nicht, so in-game habe ich überhaupt keine Probleme. Ich weiß nicht, warum OBS gerade so rumspackt. Fällt mir ehrlich gesagt nicht so. Alles blau. Bis auf das, da komme ich aber leider nicht mehr hin. Das triggert bestimmt dezent. The show must go on. Sieht besser aus. Glaube ich, oder? Ich glaube, es ruckelt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, in-game ist es ganz flüssig jetzt auf einmal hier, auch hier, wo eigentlich immer das Lagfest war. Oder ruckelfest war, aber eben war es in der Aufnahme halt so übelst komisch ruckelig. Aber anscheinend geht's jetzt. Sehr schön, Problem behoben. Genau, wir haben noch ein Blood-Pigeon oder Pigeon Blood Ruby gefunden. Ruby? Ruby, Junge. Wo ist er denn? Nicht Key Items, Treasure. Hier. Kann ich das combinen? Nein, kann ich nicht. Die will ich aber eigentlich, also ich brauche gerade das Geld einfach nicht, deswegen behalte ich die einfach nochmal im Inventar. Ach hier, ich habe 2 und 3, das heißt, ich habe irgendwas verpasst wahrscheinlich. Oder schon verkauft, das kann natürlich auch sein. Pain. Na gut, dann ne, haben wir das Dings abgeklabbert, würde sagen. Schauen wir mal zu Mr. Heisenberg, der auf uns wartet. Oben an der Ceremonial Site, schätze ich mal, dass ich hier oben hin muss. Oh, schön. Ich habe echt keine Ahnung, was jetzt noch passiert. Ich habe versucht, alle Spoiler zu vermeiden bis jetzt. Bin sehr, sehr gespannt. Oh. Ich gucke immer nur mal links, nicht, dass ich jetzt irgendwie eine scheiß Aufnahme habe und dann das schöne verpasse. Okay. Jetzt muss ich, denke ich mal, den Giant's Chalice drauf. Das Giant Stone Chalice, that fits into a pedestal. There's room for 4 flasks. Und die haben wir ja schon reingepackt. Rein. Okay. Kann man machen. Temporary Measure, seht ihr? Achievement. Ja, aber... Ach, da. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Eine Factory?
Okay. Passiert bestimmt nichts auf der Bridge. Ja, muss nicht. Da ist der Damm. Oh, man sieht mich da. Schatten, hallo. Oh, Alter. Ethan Winters. Welcome. Das ist ganz schön laut, ne Fans. I didn't think you'd make it past Donner Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hm? I like you. Aber echt, I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. What are you planning? Heisenbergs Factory. Okay, dude. It's not a trap. Ist hier einen alten Panzer? Aber ich muss sagen, ich muss sagen, er hat recht. Ich glaube, in Teil 7 hat Ethan deutlich Schlimmeres erlebt als jetzt bis jetzt hier in Teil 8. Ich meine, ne, das war ein bisschen davor, ein bisschen Dings und Hand abschlagen, okay, aber du kannst ja easy wieder dran kleben mit dem komischen Wundermittel da. Von daher, no problemo. Ich glaube, hier kann man einfach nichts looten, ne? Ist da irgendwo eine Goat vielleicht? Ja, herein. Hey, warum ist denn das so laut? Warum zucke ich denn gerade so? I'm jumpy. I guess, hier kann ich nicht rein. Gunpowder. Ich habe eigentlich genug Muni erstmal. Aber ich hoffe, dass nicht wieder so ein Rumgeballere wird jetzt. Ne? Also, ich wäre schon. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Rumgeballere wird. Habe ich hier alles? Yes. Ach ja, shit, Digga. Power, Gas. Was machst du hier, Heisenberg? Was machst du hier? Ah. Warum ist da ein Vorhang? Warum höre ich Sachen? An was bastelst du hier rum? Wahrscheinlich an Menschen. Sesam? Nee. What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Oh, ja, ja. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Take him to shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Aber nicht an dem Loch. Der wird uns reinstoßen. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Lady, supersized bitch. Ugly ass psycho doll. An amoronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain,
Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save Rogues, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Yeah, fuck you. War so klar. Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Kettensägen, Mann. Kein Kettensägen, Mann. Doch, Kettensägen, Mann. Helikopter, Kettensägen, Mann. Renn! Nein, geht durch, bitte. I'm sorry. Nein, nein. Au, ayo, das war ein tiefer Fall. What was that thing? Ein Helikopter-Kettensägenmann.